Laut einer Studie des seriösen American Humor Research Labs zum Thema Humor glaubt etwa jeder Dritte in diesem Saal, lustige Menschen seien gestört. Vielleicht haben sie gar nicht so unrecht. Humoristen mit psychischen Problemen oder tragischen Schicksalen gibt es viele. Robin Williams, Jerry Seinfeld, Bo Burnham, Coluche oder aktueller Blanche Gardin. Quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Moi je me suicide beaucoup moins qu'avant. Ist man traurig also lustiger? In seinem autobiografischen Roman Erste Liebe, Letzte Liebe schreibt Romain Gary: Humor ist eine Bestätigung der Würde, eine Erklärung der Überlegenheit des Menschen gegenüber allem, was ihm widerfährt. Humor ist die raffinierteste Höflichkeit der Verzweiflung. Und wir dachten, Humor bedeutet, Witze zu machen. Aber ein bisschen der Kern einer jeden Comedy-Geschichte ist schon manchmal traurig oder ja, Verzweiflung ist auch gut. Das ist Kurt Krömer. Witze machen ist sein Beruf. Ja, hier ist. In Berlin ist der Lehrermangel besonders schlimm. Für ganz Berlin gibt es nur einen Ethiklehrer. Und der wurde letzte Woche in Hellersdorf erschossen. Auf der Bühne, im Fernsehen und in Filmen bringt er seit über 15 Jahren Deutschland zum Lachen, indem er die Gesellschaft karikiert und die Politik kritisiert. Die AfD, ich frage mich immer, was wollen sie eigentlich, wa? Weil hier die Autobahn hat ja schon der andere gebaut. 2020 teilt er seinem Publikum mit, dass es ihm gar nicht gut gehe. Ein Jahr vor der Klinik war ich komplett lebensunfähig. Also ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, ich konnte mich nicht mehr treffen, mich unterhalten, konzentrieren, gar nichts. Also wir sind immer ein Jahr, zwei Jahre zurückgegangen, wo ich dachte, okay, ich bin schon seit 3 Jahren depressiv, seit 4. Zum Schluss kam raus, dass es ungefähr so 30 Jahre waren. 30 Jahre sind lang. Ist der Mythos des traurigen Clowns, der nach seiner Show weint, vielleicht doch wahr? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ammenmärchen, dass der Komiker immer traurig ist. Also dass das so der traurige Pierrot, der hier Tränen hat und so, dass der die Leute zum Lachen bringt, aber privat halt überhaupt nicht lustig ist. Weil bei mir ist ja auch, ich habe ja die Depression überwunden. Ich habe da rausgefunden und könnte somit ja den Beruf gar nicht mehr ausüben, weil ich jetzt nicht mehr depressiv bin. Humoristen sind heute meist nur noch ein Mann oder eine Frau mit einem Mikrofon. Das war's. Ende des 19. Jahrhunderts wandten sich die professionellen Komiker direkt ans Publikum und erzählten aus ihrem Leben. Das war der Beginn des Stand-up. In New York erlebt das Genre in den 60ern einen neuen Aufschwung. Es gibt immer mehr Comedy-Clubs und ein gewisser Lenny Bruce wird zu einem der berühmtesten Komiker der USA. Und der umstrittenste. Dreimal wird er wegen öffentlicher Obszönität verhaftet. Für Lenny gibt es kein Tabu. Sometimes I wish that she were dead, but it'd probably take her 2 hours to get ready. Er ebnet seinen Nachfolgern den Weg. Nach Tod, Drogen und Sex ist es leichter, über Depressionen zu sprechen. 1966 wird Lenny Bruce tot aufgefunden, nach einer Überdosis Heroin. I'll be living in my Nob Hill Mansion, rich and all alone. Sehr schnell kommt Stand-up-Comedy nach Europa. Heute beherrscht auch Blanche Gardin die Kunst, sich über ihre Traurigkeit lustig zu machen. Quand t'es au bout de ta vie, que tu te dis, bon, bah, visiblement l'existence c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour moi. Tu te dis, bon, au pire, si ça tourne mal, j'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante, en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là, c'est plus du tout une idée réconfortante, parce qu'on se dit, mais t'imagines, tu te suicides, et boum, il y a une vie après la mort, en fait. Encore cette merde? Ihr erstes Stück, Il faut que je vous parle, beginnt sie während eines Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik. Kann man darüber wirklich lachen? Ja, kann man. Also Depression ist schon, also rückblickend, wenn du Depression nicht mehr hast, ist es echt lustig, weil es ist eine fucking lustige Angelegenheit, wenn du den ganzen Tag Problemschrauben drehst. Und nur mit Problemen, also was wirklich alles scheiße ist, wenn du jetzt sagst, du hast 6 Millionen Euro im Lotto gewonnen, sagt der Depressive, ja, ist mir zu schwer, ich muss dann hingehen, ich muss es abholen, und dann muss ich das versteuern und dann bleibt nichts übrig. Über seine Schwächen, Zweifel und Probleme zu lachen, spricht jeden an. Auf TikTok ergreifen die Teenager das Wort.
Unter den Hashtags Depression, Angst und psychische Gesundheit gibt es tausende lustige und berührende Videos dieser Generation, die über alles lachen kann. Tu es triste? Arrête. Bei jungen Leuten, die jetzt ranwachsen, die jetzt vielleicht auch auf die Bühne wollen, haut die Themen raus. Überlegt, ist euch das vielleicht peinlich, jetzt darüber zu reden? Und wenn euch das peinlich ist, dann redet darüber, dann wird's lustig.